naturgemäß ist das eine unangenehme Frage. Das wichtigste Stichwort, das ich hier einbringen will, ist nämlich schon gefallen. Baustopp! 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 Warum begreift eigentlich auch die Verwaltungsspitze bis ganz oben der Deutschen Bahn AG nicht, warum, dass man so mit den Menschen nicht umgehen kann? Aber lassen Sie mich sagen, jetzt immer wieder genau an diesem kritischen Punkt. Auf der einen Seite laufen Einladungen zu einem weiteren Dialogforum, zu dem alle aufgefordert werden. So. Und auf der anderen Seite wird flott weitergebaut und es werden vollendete Tatsachen geschaffen. Die Leute wollen doch nicht so dumm verkauft werden. Da macht man weiter an diesem verhängnisvollen, aus meiner Sicht, Grundwassermanagement, für das man ein Röhrensystem von 17 Kilometern durch die Innenstadt ziehen will, oberirdisch. Das alles läuft. Und wer soll unter diesen Umständen, Herr Friedrich, das weiterzugeben, der Bahn eigentlich noch abnehmen, dass sie ernstlich über die Nachbesserung in den Heiligen gefordert hat, diskutieren. Oder dass sie gar ernsthaft über alternative Lösungen mit sich reden lässt. Ich zweifle allmählich daran. Deswegen meine Frage nochmal. Können Sie, es wäre schon viel gewonnen, wenn die DB AG uns überzeugend darlegen könnte, was eigentlich Ziel und Zweck des Projekts 21 ist und es führen soll und Zusatz, ob Sie eigentlich von der Bahn AG immer noch glauben, dass ein vernünftiges Verhältnis besteht zwischen Aufwand, sprich Kosten und Nutzen, der erreicht werden soll.